Hallo Leute und willkommen zurück zu Silent Hill. Und wir sind hier in der Polizeistation. Ist vielleicht der Antiquitätenladen, zu dem wir eigentlich hin sollen, irgendwie hier in der Nähe? Wenn ja, ich kann es nicht erkennen. Ja. Ja. Egal, aber ich gehe mal hier rum und ja. Guck mal, was hier so ist. Das klemmt das Schloss. Da kommen wir her. Was ist mit der Tür? Mhm. Noch mehr Patronen. Finde ich natürlich gut. Warum auch nicht? Was steht hier? Es liegt etwas auf ihm. Produkt nur verfügbar in ausgewählten Bezirken von Silent Hill. Das Rohmaterial ist White Claudia, eine nur in dieser Region heimische Pflanze. Hier hergestellt, Händler gleich Hersteller. Tja, hier ging es wohl um irgendwas anderes. Und was haben wir hier? Eine Notiz. Es liegt eine Notiz auf dem Schreibtisch. Gerichtsmediziner Seals hat angerufen. Polizeibeamter Gucci höchstwahrscheinlich nicht ermordet. Offensichtlich natürliche Todesursache. Aber laut Personalakte hatte Gucci zuvor keinerlei Symptome von Herzerkrankung. Aha. Tja, was auch immer das zu bedeuten hat. Ich werde mal hier speichern eben. Wenn ich kann, weil die Kamera ist schon wieder total blöde und ich möchte eigentlich nur in diesen Speicherpunkt. Genau. Sehr schön. Toll, hast du das geschafft. So. Ja. Wir hier in der Polizei gelandet, gut. Aber da klemmt das Schloss auch. Mhm. Na gut. Dann ist wohl hier nichts mehr. Ja, eine Karte von diesem Ort wird es ja hier nicht geben. Nehme ich mal an. Ja, dann gehe ich wieder raus. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder was übersehen. Ich hoffe nicht. Oh. Oh. Was ist denn? Was ist das denn? Was ist das? Ey, wollte ich. Was? Nein! Nicht alles auf einmal! Wollt ihr mich verarschen? Was? Moment mal, ich muss jetzt mal kurz eben härtere Geschosse nehmen. Und ja. Nein! Kannst du jetzt endlich sterben? Und was war das für ein komisches Affenvieh? Wo bist du? Nein, 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 nein. Oh nein, 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 nicht sterben. Nicht sterben. Ja, mach was. Stirb, steh auf, du Trottel. Ey, was geht denn hier auf einmal ab? Was ist los? Hier ist noch so ein Affenvieh, ne? Krieg ich den vielleicht wenigstens so hin mit dem hier alleine? Voll überfordert? Tausend Tiere auch hier auf einmal? Ich gehe mal hier um die... Ich fühle mich hier nicht sicher, solange das Ding hier rumläuft. Lebt das noch? Ach, das lebt noch. Da ist aber noch einer. Da hinten. Ja, steh auf, Harry. Steh auf. Steh auf und mach's kaputt. Sehr schön. Das funktionierte ja etwas besser. Ist hier irgendwie um die Polizei herum, das Antiquitäten-Ding. Natürlich ist hier die Straße kaputt. Was auch sonst. Aber die Musik wird hier immer doller. Nein, ich möchte eigentlich nicht schon wieder draufgehen. Ich hätte natürlich auch
das besser lösen können, aber nee, da ist nichts. Nein. Nein. Mann, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe hier. Das nervt mich so. Voll mega übertrieben hier mit den Monstern im Moment. Wenn jetzt wieder ein Flattervieh kommt, wie soll ich das dann jemals schaffen? Ich suche den Antiquitätenladen. Verdammt nochmal. Ist das hier einer? Nein, das ist irgendwas anderes. Ob das wohl mit Absicht so ist, dass man kaum was erkennen kann? Hier geht's auch irgendwie nach oben. Oder waren wir hier jetzt schon? Oder ist das woanders? Jetzt sind wir ja wieder hier. Oh, das ist ja total doof. Wo ist das denn, wo ich hin soll? Nein, bitte nicht. Nicht die Hunde. Ja, der Hund kommt. Alles klar. Der Hund. Lass mich in Ruhe, Hundi. Lass mich in Ruhe. Ich gucke gerade ein bisschen an der rechten Seite. Hier ist ein Café. Hier ist ein Café. Bringt mir ein Café vielleicht irgendwas. Nein. Woran erkenne ich denn, hier ist ein Discounter? Ob hier ein Antiquitätenladen ist? Hier die Tür vielleicht? Oder das da? Nee, alles nix mit Antiquitäten anscheinend. Ja. Was ist mit der Tür hier? Auch nix. Ja, ich kann das leider an der Karte nicht erkennen. Oh. Hier natürlich auch nicht. Ich muss das nochmal. Ich renne hier total im Kreis. Ich gehe mal ganz an den Monitor ran. Vielleicht erkenne ich es dann, ja? Ach, ich sehe es ganz, ganz oben rechts. Wenn wir jetzt hier anstatt da lang... Nee, lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Müsste ich jetzt eigentlich richtig laufen? Einfach immer nur geradeaus? Klappt das? Wäre schön. Voll gemein eigentlich, dass es da oben ist. Man guckt die ganze Zeit in die Mitte und es ist irgendwo da. Bin ich schon vorbei? Andy Shop? Nee, ne? Nee. Nee, nee, ich bin auch noch nicht weit genug nach vorne gelaufen. Wo bin ich denn? Silent Hill Town Center, okay. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Hier müsste irgendwas kommen. Lauf mal weiter. Will's nicht verpassen. Mhm. Das sieht gut aus. Antik, super. Wir haben's geschafft. Endlich, Gott sei Dank. Uff. Habe den Schlüssel zum Antiquitätenladen verwendet. Hervorragend. So, Taschenlampe mal lieber an. Was haben wir hier? Da ist eine Uhr, nichts Besonderes. Auf 3 Uhr gestellt. Und ein Notizblock. Wenn wir schon speichern können, dann tue ich das gerne bei der Bridge. So. Gott sei Dank haben wir den gefunden. Huch, wo sind wir denn hier? Naja, halt in einem Antiquitätenladen. Aber ziemlich unheimlich irgendwie. Nichts von diesem Zeug ist von Nutzen. Können wir die Lampe hier anmachen? Ich glaube, wir können den Schrank verschieben. Spuren auf dem Boden weisen darauf hin, dass jemand den Schrank verrückt hat. Wollen Sie den Schrank verschieben? Jawohl, wollen wir. Oh. What's this? Harry! Sybil?
Oh, I'm glad you're okay. I shouldn't have left you. Things are worse than I thought. It's nuts. What are you doing here? I thought you left town. I saw you go in here, so I followed you. I couldn't get out. All the roads out of town are blocked. Cars have completely stopped running. The phones and radios are still out, too. What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. Was it Cheryl? I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but... And you just let her go? Where was it? On Bachman Road. She was heading towards the lake. Now don't get excited. It wasn't like she ran off, exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. What? So then Cheryl... It was like she was walking on thin air. What about you? Anything? Yeah, I met this bizarre woman. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? Dahlia Gillespie? No. And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that. Any idea what it means? Darkness devouring the town. Must be on drugs. They sell them to the tourists. The force still can't figure out who's behind it. None of our leads have panned out. And the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? I really don't know. Maybe that's the darkness she was talking about. That's all I can think of. What's this? Just discovered it. Maybe there's something back there. Let's have a look. We don't know what's back there. I'd better check it out first. I'm a cop. I should go. No, I'm going. All right. I'll cover you from here. Be careful. If anything looks fishy, get back here on the double. Okay. Sybil? Yeah? Do you know anything about... Well... Like some other world? It's like some kind of bad dream. What are you talking about? I'm not quite sure. I try to make sense of it, but then my mind goes blank. Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. Harry, you're tired. Yeah, maybe. So, wir haben Sybil wieder getroffen und gehen jetzt in diesen merkwürdigen Gang und scheinbar ist diese Parallelwelt nur für Harry sichtbar, denn Sybil weiß damit gar nichts anzufangen. Und der ist ganz schön mutig, dass er hier einfach herumspaziert durch diese fremden Löcher. In der Hoffnung, irgendwas herauszubekommen. What's this?
some kind of altar. Never seen anything like this before. Maybe this is the other church. Ja, vielleicht ist das die andere Kirche, dann haben wir es ja eigentlich gefunden. Eine Art Pulver wurde im Kelch zurückgelassen. Nicht, dass die hier alle irgendwie Drogen nehmen und voll auf Halluzinationen sind. Ja, Pulver. Haben wir irgendwas, was wir hier benutzen könnten mit dem Pulver? Vielleicht hier diesen Flaurus? Nö, den können wir hier nicht benutzen. Können wir das Zeug anzünden? Haben wir unser Feuerzeug noch? Nee, das haben wir auch nicht mehr. Was sollen wir dann hier machen? Ich weiß es nicht. Oh. Können wir hier die Axt nehmen? Ja, wir haben eine Axt. Okay, ist die besser als unser anderes Ding? Was ist das hier? Sagt er dazu was? Nö. Was ist hier? Das Schloss klemmt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Mhm. Was sollen wir dann jetzt hier machen? Was die wohl verehren? Irgendein Pulver? Hm. Ja, gut, dann gehen wir wieder zurück, oder wie? What the? Auf einmal brennt's. Wie merkwürdig und wie unheimlich. Harry? Are you okay? Harry? Harry? Und plötzlich war er verschwunden. Harry. Lisa? Then I'm in the hospital? You were having a bad dream. Was I? Hey, you don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kind of famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird occult stuff, black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, you gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. A cult? Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. Oh, I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up. Was that another dream? Did I pass out again?
Der Gedanke widerstrebt mir, aber vielleicht geschieht das alles nur in meinem Kopf. Ich könnte einen Autounfall gehabt haben und nun liege ich bewusstlos in einem Krankenhausbett. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Sybil sagte, Cheryl sei in Richtung See gegangen, aber die Straße zum See ist versperrt. Gibt es andere Straßen? Lisa wüsste es wahrscheinlich. Wir sind anscheinend wieder in der düsteren Parallelwelt. Auf jeden Fall sind wir wieder in der Albtraumwelt, denn die Dinger hängen hier auch schon wieder. Es ist viel passiert und erzählt worden. Wir wissen zum Beispiel unter anderem jetzt, dass Silent Hill, und ich wusste nicht mehr, ob man das hier eigentlich im ersten Teil erfährt, ein Ferienort war. Und wir haben auch erfahren, dass es hier eine Sekte gab und dass es Unfälle, also mysteriöse Unfälle gab. Und wir wissen nun, dass die Gillespie eine Tochter hatte, die bei einem Unfall oder beim Brand irgendwie ums Leben kam. Auch das haben wir erfahren. Also eine ganze Menge. Und ich würde sagen, weil ich jetzt hier so gut speichern konnte, mache ich hier mal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part und mal gucken, was Harry dann hier wieder fährt, weil plötzlich, wir wandern hier zwischen realer Welt und Albtraumwelt ständig hin und her. Und von daher bin ich gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Ja, ich denke, es war eine ganz gute Entschädigung für den letzten Part, was hier so alles jetzt erzählt wurde dafür. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen.